Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensagen. Wir befinden uns in der Stadt Ferdok und zwar in der Kneipe Silberkrug und sind auf der Suche nach dem Leibwächter vom Ardo von Eberstamm. Ja, schauen wir uns doch erstmal ein bisschen um, wie sie das hier eingerichtet haben. Schon, Trajan. Ja, ein helles für den alten Kumpel. Vogrin. Aha, Vogrin. Da haben wir ihn schon. Du hast mehr als genug getrunken. Hörst du, von mir bekommst du höchstens ein dunkles Spezial, damit du auf die Beine kommst. Bisschen mich umbringen, deinem bisschen scheiden Kumpel, willst du so eine Giftbrühe anreden? Und mach schon ein schönes Helles, klar? Du schuldest mir noch 4 Heller. Du bekommst nichts mehr. Dir steht das Helle doch schon bis zum Hals. Frosch und schenk noch ein letztes. Ein. Geh lieber nach Hause und nimm dein Garten auf. Schrecklich sieht das aus. Was sollen nur die Leute von dir denken? Mhm, also ergibt sich hier die Kante. Lass mich. Will mehr Bier. Okay, der ist ziemlich stratze. Hat einen wirklich mickrigen Bart nun. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ich muss dringend mit Vorgrim reden. Unser gemeinsamer Freund Ardo von Eberstamm wurde ermordet und ich benötige dringend seine Hilfe. Doch wie ihr seht, ist er komplett hinüber. Hixo, Ardo, mein Freund ist tot. Tradan, ein letztes Bier, ich komm schon. Ja, eine traurige Geschichte. Der arme Vogrim sieht ihn euch nur an. Seitdem sein Herr ermordet wurde, ist er nur noch betrunken. Er gibt sich die Schuld daran, sogar einen langen Bart. Seinen langen Bart hat er sich abgenommen, als Zeichen der Schande. Das will was heißen für einen Zwerger. Bin mein Bart nicht wert, ich jüch. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Wisst ihr vielleicht eine Möglichkeit, ihn wieder munter zu machen? Nun ja, ihr könntet ihm einen Krug Ferdoker spendieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass er dann endgültig umkippt. Doch ich habe was für euch. Mein Geheimrezept. Ein dunkles Spezial. Eine hausgemachte Kräuterbrühe. Sie weckt sogar Bären aus dem Winterschlaf. Wie wär's damit? Dann mischt mir bitte eins davon. Ich habe hier unten hinter dem Tresen einen kleinen Vorrat. Hier nehmt einen Krug. Auf Kosten des Hauses. Pum, das war nett von dir. Was können wir denn noch fragen? Wir können nur ein paar Sachen verkaufen. Rezept dunkles Spezial. Plus 5 Ausdauer. Braucht kein Mensch. Dunkles Zwergenbier. Sollte... Und besser als Menschen wohl nicht trinken. Brennt dir wohl die Kehle weg. Ja, hier Bärenfalle, die kannst du eigentlich haben. Mausefalle, rostige Nägel. Willen helles, Fedu, will ein Bier. Hast du nicht Lust, einem ehrlichen alten Zwerg ein auszugeben? Ja klar, ich habe eins. Hier, ein Krug mit erfrischendem Ferdoker. Bier, ich will damit. Ach, sag mal. Bium, und die Augen springen auf. Aber es... Ja, Meister Vorgrim trinkt nun schön alles aus. Was ist denn das denn für ein Gesöff? Pfui, Bomberat, Kräuter. Wer ich gewagt mir Vorgrim schon das Ferulach ein dunkles Spezial anzudrehen? Du also. Nein, warte, was ist mein, wo ist meine Axt? Vorgrim. Bitte beruhigt euch. Mein Name ist Tanis Drachenblut. Ardo hat euch bestimmt schon mal von mir erzählt.
Er hatte mich nach Ferdok gebeten. Tanis Drachenblut, stimmt. Ado hat tatsächlich von euch erzählt. Ein Freund Ados ist auch mein Freund. Doch Ado ist tot. Wisst ihr das denn noch nicht? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf ihn aufpassen müssen. Oh Gott, so lesen ist ja schrecklich. Hätte ich bei ihm sein müssen. Ich habe als Leibwächter versagt. Lasst mich besser allein. Ich bin ein unbärtiger Nichtsnusch mit Schluck auf. Ich weiß, dass Ado ermordet wurde. Deswegen suche ich ja nach seinen Freunden. Wieso seid ihr denn nicht bei ihm gewesen? Er wollte ich nicht. Dennoch ist es meine Schuld. Ich hätte es besser wissen müssen. Hätte darauf bestehen sollen, ihn zu begleiten. Dieses Treffen war mir von Anfang an nicht geheuer. Okay, ich kann nicht rülpsen, gut. Bah. Bei Arumbulosch Bad. Das eklige Kräutergemisch kommt wieder hoch. Da kräuseln sich ja die Rückenhaare. Ein Treffen, sagt ihr? Um was ging es genau? Warum hast du ihm nicht direkt zwei gegeben? Dann wird er nicht mehr so rumhicken. Ado scheut sich dem Obergardisch der Stadtgarde, Taschmann heißt er, glaube ich, am Hafen treffen. Es ging um irgendwas, an dem Ado gearbeitet hat. Eine Untersuchung von höchster Stelle. Mehr weiß ich dazu nicht. Der wird, glaube ich, immer nüchterner durchs Reden. Hat der alte Brummelbart alles für sich behalten? Er hat es nicht lebend zu dem Treffen geschafft. Ich hätte bei ihm sein sollen. Verdammt, nochmal. Wie konnte ich ihm nur so im Stich lassen? Also, er wird immer nüchterner. Super. Man kann besser lesen. Vorgrim, hört mir zu. Ich brauche eure Hilfe, um den Mörder Ados zu fassen. Seid ihr schon nüchtern genug, um mir weitere Fragen zu beantworten? Ja, ich denke, der Schluckauf ist gleich weg. Ich reagiere immer so auf dieses widerliche Zeug. Ihr müsst mir alles erzählen, was ihr wisst. Ja, hoffentlich ohne Hicks. Fragt meinen Freund. Fragt einfach. Okay, das ist die zweite Person, die wir finden sollten. Da kommt er direkt mit uns. Soll uns aber erstmal ein paar Sachen erzählen. Könnt ihr mir mehr über das Treffen erzählen, zu dem Ado vor seinem Tod wollte? Der wollte also diesen Fachmann da, oder wie der hieß. Taschmann, genau. Obergardes Taschmann treffen. Wie ich schon gesagt habe, Ado wollte sich mit diesem Obergardisten Taschmann an der Wachstation am Hafen treffen. Aber anscheinend ist er dort nie angekommen. Taschmann fand seine Leiche in der Nähe der Anlegeplätze. Mehr weiß ich leider auch nicht. Das betrübt mich zutiefst. Ich brauche schleunigst ein Helles. Okay. Ja, im Suff wirst du keine Erlösung finden, mein Freund. Dann ist das für mich jetzt der Hauptverdächtige. Er hat die Leiche gefunden. Er war verabredet gewesen mit ihm. Das finde ich doof. Wieso kann ich das nochmal fragen? Das sollte abgehakt sein. Naja, gut. Erzählt mir von euch, Ado. Ja, wer bist du denn überhaupt? Ach, Ado und ich haben schon etliches zusammen erlebt. Etliches. Als ich damals das erste Mal mit ihm zu tun hatte, hauste er im Schloss Ochsenblut seiner ehrwürdigen Familie, also genauer genommen im Torhaus. In dem Schloss hat es nämlich gespukt, müsst ihr wissen. Oh, das wäre eine schöne Zusatzgeschichte. Er hatte damals noch tapferen Recken geschickt, die ihm helfen sollten, die Geister von dort zu vertreiben. Ich war der Einzige, der es weiter als bis zur Eingangshalle des Schlosses gewagt hatte. Und so haben wir uns bei der Geisterjagd angefreundet. Wie habt ihr denn Geister bekämpft? Nur mit ohne Magie und dergleichen. Na gut. Also, eigentlich bei einem guten Tropfen aus dem Schlosskeller, den wir aus den Klauen des geisterhaften Kellermeisters retten konnten. Okay. Von da an haben wir viele Abenteuer erlebt und so manche gemeinsame Schlacht geschlagen. In der Schlacht um Gareth haben wir uns dann aus den Augen verloren. Ich dachte schon, er sei damals gefallen. Aber dann tauchte er hier plötzlich wieder auf und nahm mich als sein Leibwächter bei sich auf. Mhm. Okay, wir wissen einiges über dich. Weißt du sonst noch irgendwas über die Morde? Ado ist nicht der Einzige, der auf so schlimme Art ermordet worden ist. Ein weiterer Mann, den ich gut kannte, wurde so zugerichtet. Man nannte ihn Drache, weil er so stark wie 7 Mann war. Wenn ihr mich fragt, muss ein gewaltiger Hühne ihn überwältigt haben. Einer, der noch viel stärker war als er.
Okay. Das sind ja ein paar Hinweise. Großer Hühne, schreibe ich mal. Also das muss eine starke Person sein, der Mörder. Dann haben wir Drache, ist eins der Opfer. Und Ardo. Zwei Namen. Und wir haben diesen Taschmann, den wir ausfällig machen. Und wir müssen die Kladdes finden. Ja, vier Anhaltspunkte, nicht schlecht. Sandor Kungor. Ja, Bala sagte mir, dass der Drache in der Nähe des flinken Frettchen gefunden wurde. Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe 5 Tage Pause. Flinkes Frettchen. Ja, man merkt den paar Tage Pause Unterschied. Aber Wochenende und jetzt geht's weiter. Ja, das muss schrecklich für Aline gewesen sein. Sie ist Schankmagd im flinken Frettchen. Aline, die sollten wir anquatschen. Und die Freundin des Drachen. Sie hat den schrecklichen Fund gemacht und dann die Stadtgarde alarmiert. Wir sollten auf jeden Fall mit ihr reden. Okay. Mit der Aline werden wir auch quatschen. Kennt ihr eine Gladys oder Gladys Schladromir? Und wisst ihr, wo ich sie finden könnte? Gladys? Haltet mir bloß diese Nervensäge vom Hals. Ich sag euch, bei Gladys weiß man nie so genau, wo man dran ist. Manchmal frage ich mich, wieso sich Ardo mit so jemandem abgegeben hat. Sie streift oft durch Fuhrmannsheim. Auch die Taverne zur sanften Sau soll sie des Öfteren für ihre undurchsichtigen Geschäfte aufsuchen. Hä? Zur sanften Sau? Da sollen wir auch mal hinschauen. Was sind das für Geschäfte, denen diese Gladys nachgeht? Na, so genau weiß ich das natürlich auch wieder nicht. Aber unter uns gesagt, bin ich mir sicher, dass sie eine Taschendiebin ist und sich ihr Brot mit Hehlerei verdient. Das kann ich mir bei der sehr gut vorstellen. Das wird dann wohl unser Ersatz werden für den Streuner. Okay, Frohgrim. Lasst uns losziehen, den Mörder Ardos zu fangen. Ja, Rache für Ardo. Aber seht mich an. Ein verkaterter Zwerg, der nicht mal seinen Schandbart wert ist. Ich kann kaum 3 Schritte in eine gerade Richtung laufen. Da werde ich keine große Hilfe sein. Ruht euch etwas aus? Nein. Ihr seid der Sohn des Ferolax. Als ob euch so ein paar lächerliche Biere kleinkriegen könnten. Lasst uns gemeinsam den Mörder suchen. Ihr habt recht. Lasst uns den Verantwortlichen finden und ihn für seine Untat büßen lassen. Na bitte, so gefällt mir. Vielleicht sollten wir ein paar kleine Pferdocker mitnehmen. Nur falls wir unterwegs durstig werden. vielleicht eher ein paar dunkle Spezial. Uah, lasst uns bloß gehen. Frohgrim. Was ist mit den offenen 4 Heller fürs Bier? Das ist ja gar nichts. Tradan, du hinterhältige Schame. Ein dunkles Spezial hast du mir unterschieben lassen. Eigentlich solltest du die Zeche zahlen. Aber was soll's. Schreib deine verfexten 4 Heller an. Ich bezahle sie später. So, kriegen wir hier noch Infos. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Noch welches kaufen? Ich bin hier, um die 4 Heller zu bezahlen, die euch Frohgrim noch schuld. Ja, warum nicht? Tja, ein Sohn des Ferolax bezahlt seine Schulden eben immer. ich hab sie bezahlt. Oh, sehr schön. Hab Dank. Darf ich sonst noch etwas sein? Moment nicht. Vielen Dank, Herr. Darf ich euch etwas fragen? Jetzt kann ich das andere nicht sagen. Nur das Angebot damit zeigen. Ja, nee, dann wollen wir nichts. Und wir haben ein weiteres Partymitglied. Und wieder ein Aufblinken. Mein Frohgrim. Kann ich dich auch hier verrücken? Bestes. Nee, kann ich nicht. Lass das mal Frohgrim machen. Wie macht man das? Quatschen wir erstmal mit ihm. Ach nee, er kann nicht selber mit sich reden, ne? Haha, lustig. Was gibt's denn? Aber sicher. Fragt einfach. Ah, hätte ich ihn direkt mit aufgenommen, hätte ich das trotzdem noch alles fragen können. Okay. Dann folgt mir, tapfere Recken. Oh, hallo, Holdemaid. Eine Schande, was mit dieser Stadt passiert. Hoffentlich wird die neue Vogt im Herr der Lage. Hallo. Na, da haben wir jetzt keine Zeit für.
Taverne Silberkrug. Okay. So, wir sollten ihn mal genauer anschauen, ne? Was hast du denn Schönes? Vorgrims Axt, die sollst du auf jeden Fall mal nehmen. Pfeife. Boah, dickes, langes Kettenhemd, das gibt natürlich richtig viel Panzerung auf Brust, Bauch und Rücken. Fein. Ja, der ist schon ziemlich gut gerüstet, da haben wir einen sehr guten Nahkämpfer. Der hat sogar 35 Steigerungspunkte schon. Und er kann schmieden. Da haben wir noch keinen drin. Das ist natürlich nicht schlecht. Vielleicht sollte er Schlösser knacken lernen. Zwergnase ist auch cool für vorne, ne? Der Zwerg hat ein übernatürliches Instinkt entwickelt, was das Aufspüren von Geheimgängen, verborgenen Türen oder Hohlräumen in Gemäuer und Gestein anbelangt. Auch wenn diese Einbauten so gut verborgen sind, dass beispielsweise keine Sinneschärfeprobe erlaubt ist, die Anzeige erfolgt über die Minimap. Das ist super. Das wäre eigentlich natürlich vorne ganz toller. Der natürlich die Fallen da nicht so schnell entdeckt, ne? Dafür bräuchte er Sinnesschärfe noch zusätzlich. Müsste ich beides bei ihm hochmachen. Gassenwissen. Dieses Talent ermöglicht eine rasche Orientierung in einer fremden Stadt. Abhängig vom Talent erweisen sich bestimmte Personen als gesprächig und auch bestimmte Händler und Zugänge werden von den Gassenkundigen eher erkannt als von einem Ortsfremden ohne dieses Talent. Mhm. Ja, und er ist voll auf Hiebwaffen. Attacke 17, Parade 12. Krasse Möhre. Kostet die nächste Stufe maximal, okay. Also wir haben einen sehr guten Nahkämpfer hier. Der schon niederwerfen kann. Fein. Kannst ja Hammerschlag schon bald lernen und Befreiungsschlag. Wie sieht es hier bei Defensiv aus? Rüstungsgewöhnung 1 schon drin. Okay. Zum Hafen, um was rauszukriegen? Ich glaube eher nicht. Wir wollten nach Fuhrmannsheim, hieß das, glaube ich, ne? Das ist auch Ogdanhaven. Map. Ogdanhaven. Grafenstadt durfte man nicht, ist abgeriegelt. Bis die Morde geklärt sind. Da, Fuhrmannsheim. Da wollen wir hin. Eins weiter rüber. Okay. Achtung, Kinder, hier wieder, Anwaltin. Lasst mal den alten Vorgrim lieber vorgehen und aufpassen, dass keiner frech wird. Na, den Rat werden wir machen. Ich versuche mein Bestes. Der ist auch ein Gassenkunden am weitesten. Und er kennt sich hier in der Stadt schon aus. Tada! Aber bevor wir uns hier das Fuhrmannsheim genauer anschauen, machen wir mal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.